Servus und hallo bei Not Another Dog Show. Wie wirkt eigentlich medizinisches Cannabis? Weil ich auf Facebook gelesen habe, dass die Frau Ludwig angeblich gesagt haben soll, medizinisches Cannabis wirkt anders als das vom Schwarzmarkt, weil es nicht berauscht, muss ich halt jetzt einfach diesen dritten Teil noch machen. Also, mir ist halt aufgefallen, dass die Sorten, die verwendet werden, besonders die von der Firma Betrokan, daraufhin ausgelegt sind, dass die Toleranzschwelle sehr niedrig ist, sodass man nach 2-3 Anwendungen oder 3 Tagen, ne, tatsächlich keine Rauschwirkung mehr hat. Das gibt es aber auf dem Schwarzmarkt auch. Ne. Es gibt ein paar Sorten, zum Beispiel Gorilla Glue Nummer 4, Number 4. Das ist bei mir so gewesen, ich habe mir da mal was geholt. Als ich mal die Chance dazu hatte, ich habe es probiert und dann hat halt der was angeboten. Und weil ich beim ersten Mal so krass reinkauen hat, habe ich da gleich ein bisschen mehr genommen. Dachte mir, ja cool, nimmst weniger das nächste Mal, brauchst nicht so viel und hast halt keine Schmerzen, das ist halt schon nicht schlecht. Aber wie es halt so ist beim ehemaligen Kiffer, gell, ist halt der Schweinehund da, der sagt, komm, rauch nochmal ein. Und ja, am nächsten Tag habe ich dieselbe Mischung gemacht, genauso viel genommen. Und dann hat es kaum noch gewirkt. Dann habe ich nochmal nachgelegt und die Wirkung hat sich einfach nicht verstärkt. Die psychoaktive Wirkung, wo man so glücklich und lustig und tralala, das meine ich. Ja, ist halt eine Nebenwirkung bei dem medizinischen. Und bei diesem Zeug war es halt ganz genauso. Jetzt habe ich mir da einen ganzen großen Batzen gekauft, ja, und nichts Rausch. Aber ich muss sagen, die medizinische Wirkung war bei mir halt dann trotzdem noch da. Und dann habe ich es halt trotzdem weiter konsumiert. Ein bisschen weniger auch. Muss dann nicht mehr so viel sein, wenn es eh schon nicht scheppert. Aber solange es mir die Schmerzen weggenommen hat, war mir das recht. Weil darum geht es bei mir persönlich ja eh. Ne? Und so ist es halt auch bei vielen von diesen medizinischen. Deswegen überschlagen sie sich auch in diesen medizinischen Gruppen auf Facebook förmlich, wenn eine neue Sorte kommt. Wie toll die ist, wie gut die ist und die Spitzen gut, dass die wirkt und all die Dinge, alles bringt, das, was man sich so vorgestellt hat. Es, komischerweise ist es aber nur kurz. Danach fangen sie schon wieder das Meckern an oder das Jammern an. Oh, Mikroseeds, oh, das schimmelt ja, ui, das ist ja doch nicht so toll. Ja, klar. Das ist halt eine Pflanze, gell? Und ich glaube das halt einfach auch gar nicht, wenn da immer wieder Sachen drinstehen in diesen Gruppen. Ich verdächtige sogar Mitarbeiter von diversen Großhandelsfirmen, die importieren dürfen, dass sie selber diese Sachen streuen. Es gibt zum Beispiel von Tweed das ganze Weed. Ja, also das ganze Cannabis von Tweed. Das heißt, egal welche Dose du aufmachst, die riecht alles gleich. Und weißt du auch warum? Weil der Teebaumöl benutzt wurde gegen antibakterielle und antivirale Sachen beim Wachstum. Das wird halt immer eingesprüht, regelmäßig. Und den Geruch kriegst du halt nicht mehr weg. Deswegen riecht das so. Aber hey, es ist Medizin, ist doch scheißegal, wie das riecht. Solange die ganzen anderen Terpene noch da sind, die Wirkung haben, ist das für viele Patienten einfach nur egal. Und dann gibt es halt da diese andere Firma, da war Peter Agnus. Die habe ich früher auch mal total gefeiert. Als ich erfahren habe, dass die importieren und ab da, wo es in der Apotheke gegeben hat, habe ich es mir sofort geholt. Habe ich mir verschreiben lassen, bin da hingegangen, habe mir 10 Gramm geholt zum Ausprobieren und die waren echt super. Die haben aber nicht gesagt, was das für eine Straßensorte ist. Wollten sie nicht. Also nicht so wie bei Betrokan, wo jeder weiß, dass das Jack Herer ist. Sie wollten es nicht. Später ist es halt dann durchgesickert, dass das bei der Firma in dem Antrag auch gar nicht darum geht, immer die gleiche Cannabis-Sorte zu haben, sondern nur darum, dass
das THC und das CBD angegeben ist und dass da die Höhe stimmt. Mehr nicht. Bei dir, da geht es bloß darum, es ist auch bei der CDU, bei vielen so das Denken, dass es bloß um diese zwei Wirkstoffe ginge. Und auch bei ganz, ganz, ganz vielen aus der Medizin, die schießen sich nur auf diese beiden ein, weil es halt schon andere vorgekaut haben. Und das haben sie halt dann verstanden. Ja? Aber selber nachdenken, das ist ihnen schon wieder zu viel. Ja? Wer aber das medizinisch nutzt, der weiß, dass er halt dann immer dieselbe Sorte bräuchte. Jetzt haben die Charge, die nächste Charge gekriegt, und dann war das ganz was anderes und dann wollte ich es nicht mehr. Ab da war es dann für mich, nee. Dann gab es wieder eine Sorte, die dann rauskommen ist. Das war dann eine richtige, kuschige Sorte. Die war auch nicht schlecht, gell? Aber die war halt gleich teurer. Da haben sie halt gleich 5 Euro mehr verlangt. Bloß weil das halt eine Sorte ist, die ein bisschen kleinere Blüten macht oder weniger am Busch dran ist. Aber nein, das wird dann gleich auf die Patienten umgemünzt. Das ist ganz egal, das sollen die halt da zahlen. Und dann Lieferstopp. Das war eine richtig coole Sorte und dann machen die einen Lieferstopp, weil es Kanada dann legalisiert hat. Aber da war es halt auch, also das war einmal eine, die nicht diesen Effekt hatte, dass sie nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal, sondern es hat halt immer gleich psychoaktive Wirkung von vorn bis hinten gehabt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das, was von deutschen Firmen kommen wird, vermutlich auch solche sind, die halt am Anfang knallern und dann nicht mehr, aber die medizinische Wirkung haben. Und das ist ja das, was in der Medizin auch den Sinn ausmacht. Und ich glaube, das ist das, was die Frau Ludwig gemeint hat, als sie gesagt hat, das ist anders, weil das anders angebaut würde und deswegen anders wirke. Was natürlich ein Quatsch ist, was an der Sorte liegt. Ja. Was aber stimmt ist, dass beim Anbauen für eine medizinische Sorte schon auf viele Sachen geachtet werden muss, was für den Schwarzmarkt auf gar keinen Fall gilt. Im Schwarzmarkt, wenn du da gespültes Gras kriegst, dann hast du von einem Menschen was bekommen, der wahrscheinlich selber anbaut. Oder von jemandem, der einen kennt, der selber anbaut. Aber nicht von jemandem, der es groß macht für nur fürs Geld. Die spülen das nicht. Es ist dann die Asche schwarz und schmierig. Wenn du das so zwischen die Finger schmierst, dann hast du da so ölige Asche dran, die kriegst du dann immer richtig runter. Wenn das gut gespült ist, dann ist die fast weiß oder ganz, ganz hellgrau. Ja. Und das kratzt dann auch nicht so im Hals. Wenn da was im Hals kratzt, dann ist das Harz. Das THC-haltige Harz, was dann bei dem Einfahrphase, also in der Wirkbeginnphase, die erste Stunde ungefähr, im Hals auch kratzt. Das geht dann weg. Egal, ob du es verdampfst oder ob du es raust. Es ist so, dass es auf die Schleimhäute kratzt. Aber es ist ein ganz anderes Kratzen als dieses ekelhafte, nicht gespülte Zeug vom Schwarzmarkt. Beim Schwarzmarkt hast du auch das Problem, dass es Leute gibt, die das strecken. Da habe ich ja schon mal Videos drüber gemacht. Das passiert. Das passiert aber nicht, wenn du jemanden kennst, der selber raucht, was er anbaut. Wenn du von dem was holst, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass der sein Zeug weder gestreckt hat, noch dass der das nicht gespült hätte. Das machen die alle. In der Apotheke, das ist natürlich auch super gespült und auch auf den Punkt getrocknet. Das ist echt, kriegt man schon ein gutes Material. Ähnlich wie in einem Coffeeshop in Holland, vielleicht nicht in Amsterdam, da würde ich vielleicht nicht bei jedem sagen, okay, da könnte man eher vorstellen, dass es nicht gespült ist, aber die umliegenden, da wo die Besitzer selber das Zeug rauchen, da könnt ihr mir vorstellen, dass du da immer super gespültes Material kriegst. Zumindest war es zu der Zeit, wo ich in Holland war, so. Und warum sollten die das verschlechtern? Die haben es eher verbessert. Da bin ich mir ganz sicher. Ansonsten, die Nebenwirkungen wie trockener Mund, rote Augen, angeschwollene Lider, hat man trotzdem, egal ob das jetzt ein medizinisches ist oder nicht. Ja.
Mehr kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Ja. Außer, dass es extrem teuer ist und dass es ganz, ganz viele Menschen in die Illegalität drängt. Entweder, dass sie sich was kaufen müssen auf dem schwarzen Markt oder dass sie es selber produzieren oder dass sie sich in einen Club zusammenschließen, die dann zusammen produzieren für ihre Mitglieder und das alles im Untergrund abläuft. Und das sind immer Menschen betroffen, Menschenleben. Es geht immer nur darum, um Menschen das Leiden zu erleichtern, wenn es ums Medizinische geht. Es gibt da mehrere Meinungen, ich weiß das, aber ich sehe das gar nicht ein, dass ich mein eigenes Erfahren unter eine theoretische Erfahrung von einem Fachmensch, der sagt, er ist ein Fachmann, dass ich das, was ich selber spüre, und er sagt, nein, das spürst du nicht. Dann, natürlich spüre ich das. Das hast du mir nicht zu sagen, wie ich meine Schmerzen wegkrieg. Wenn die weg sind, sind wir doch schon beieinander. Und ich hasse diese Zweiklassenmedizin, die wir hier in Deutschland haben. Jeder, der es bezahlen kann, der kann es sich einfach holen. Er geht zum Arzt, zahlt den Arzt für die Untersuchung, bezahlt den Arzt für das Rezept, bezahlt das Gras. Fertig. Der hat so viel Geld ausgegeben. Wenn der nicht krank ist, dann stimmt was nicht. Niemand zahlt so viel Geld für so ein Cannabis, das sag ich dir. Genauso dieser Quatsch mit diesen CBD-Blüten, die angeklagt werden, weil man angeblich, wenn man das ganze Gras zusammennimmt, genug THC zusammenkriegt für weiß ich nicht was. Schlauberger. Du musst aber das ganze CBD ja mitkonsumieren. Und das ist auch viel stärker und hat deine ganzen Synapsen schon lange besetzt, bevor da auch nur ein THC-Molekül auf die Idee kommt, da irgendwas an Rausch zu stinken. Die Unmengen, die du brauchst an Geld, um das chemisch umzuwandeln. Das ist, frag doch mal nachher bei den Leuten, die da Dronabinol herstellen, erzeugen, was das kostet aus diesem Faserhanf, den sie früher benutzt haben, das Dronabinol herzustellen. Wie teuer so ein Verfahren ist. Da kaufe ich mir doch sofort was auf dem Schwarzmarkt für das Geld. Sagt sie mal, habt ihr einen Schäberer nicht gehört? Hey, was ist denn mit euch los? Das ist doch ein Glaubenskrieg, was ihr da führt. Ich reg mich schon wieder auf. Okay, deswegen höre ich auch schon auf für das heutige schöne Wetter, wo man nicht rausgehen darf zu Corona-Zeiten. Peace out.